Hey guys, euer InSmash wieder hier am Drücker mit einem neuen Highscore-Video zu Star Fox Zero und immer noch nicht alleine. Nee, aber ich begrüße die Zuschauer jetzt auch nicht. Ich habe beim letzten Mal nicht verabschiedet, dann begrüße ich sie jetzt auch nicht. Ja, pff, hat er sich nicht verabschiedet, ich begrüße euch nicht. Ja, das ist typisch. Genau. Das ist typisch Rüdiger. Ja, was spielen wir denn als nächstes auf Highscore? Beziehungsweise, wo geht's hin? Ich bin gespannt. In welchem Level habe ich es dann wieder geschafft, meinen Rekord zu brechen? Es ist der Asteroidengürtel, beziehungsweise das Asteroidenfeld. Schön. Das habe ich noch nie versucht, auf Highscores zu spielen. Das ist interessant. Es ist interessant. Es gibt tatsächlich so den ein oder anderen netten Trick, um den Highscore echt nach oben zu schrauben. Mhm. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass diese Mission für mich die langweiligste im ganzen Spiel ist. Ja, es ist auch langweilig. So, hier erstmal die ganzen Bomben einsammeln, weil Hit plus 3 für jede Bombe, die über die 5 hinausgeht. So, und hier ist jetzt einfach der Trick, nach vorne boosten, Asteroiden wegknallen, fertig. Fürs Erste erstmal. Mhm. Und ich find's halt wirklich schade. Wie gesagt, das ist für mich und für viele andere sicherlich auch die langweiligste Mission im ganzen Spiel, und es ist so schade, dass diese Mission quasi zweimal vorkommt. 1:1, nur dass in der anderen Variante noch ein Bosskampf dazu kommt. Ja, das ist. Das habe ich echt nicht verstanden. Ich glaube, da war Platinum Games ein bisschen faul. Ja. Oder sie hatten einfach keine Ideen mehr. Das war schon sehr krass. Also, ich meine, klar, bei Lilith Wars gab es auch einige Level, die sich sehr ähnlich waren. Aber. Das ist ja wirklich fast 1:1 übernommen gewesen. Ich glaube, ich würde sogar fast behaupten, dass die beiden Level wirklich 1:1 gleich sind. Wie gesagt, nur halt mit dem Bosskampf in den anderen. Ich glaube, da gibt es auch keine großen Unterschiede zu den Highscore-Taktiken. Es ist einfach 1:1 das Gleiche. Okay, ja gut, wenn du das, da du es auf Highscore spielst, du wirst es wissen. Ich, wie gesagt, beim Asteroidengürtel, da weiß ich nicht genau, weil das habe ich noch nie auf Highscores gespielt. Das war da nicht so spannend. Also ich würde es mal behaupten, dass es da keine großen Unterschiede zu den Tricks gibt. Mhm. Wie gesagt, du boostest hier jetzt hier erstmal vor, tust die ganzen Asteroiden vernichten. Erst im etwas späteren Verlauf dieser Mission wird es ein bisschen kniffliger. Und halt erstmal gucken, dass du so viel wie möglich aus den Asteroiden rauskriegst. Mhm. Weil später kommen die feindlichen Jäger, die kommen ja dann noch dazu. Und da fängst dann so langsam an hier mit den ganzen Tricks. Rüdiger, ich bin echt froh, dass du hier dabei bist, weil bei der Mission, ich glaube, bei der Mission hätte ich echt Probleme, es allein zu kommentieren. Es ist, ja. Es passiert halt nicht so. Ich war jetzt gerade selber total still, aber ja, also, tatsächlich, es ist schwierig hier zu kommentieren, das denke ich auch. Es passiert ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Klar, es sind jetzt hier mal ein paar so Drohnen oder was weiß ich was. Und da war eigentlich schon der erste Fehler, den ich gemacht habe. Ja. Ich hab nicht mal an die Drohnen gedacht, dass die kommen. Mhm. Ich war schon viel zu weit weg. Wenn ich rechtzeitig da gewesen wäre und hätte es geschafft, mit einem Charge Unlock Shot die Drohnen, wenn die noch so zusammen sind, wegzuballern, hätte ich da einen Hit plus 8 rauskriegen können. Hit plus 8? Ja. Oh, interessant. Hit plus 8. Siehst du, da lerne ich wieder Sachen. Das ist. Das habe ich leider nicht hingekriegt. Da kommen schon die nächsten. Da habe ich es versucht, mit einem Charge Unlock Shot es zu schaffen. Habe ich leider nicht hingekriegt, weil diese schon auseinandergegangen sind. Wenn du es schaffst, die richtig so mit einem Charge Unlock Shot wegzuknallen, wenn die so auf dich zu noch kommen in so dieser Raketenform, dann kannst du einmal ein Hit plus 8 und ein Hit plus 9 rauskriegen. Echt? Ja. Oh. Das ist interessant. Das ist interessant. Das ist natürlich, das macht enorm viel aus dann. Mm-hmm. Also mir sind da jetzt schon einige Punkte entgangen und ich glaube, es ist nichts Überraschendes, wenn ich sage, dass in dem Level noch wesentlich mehr möglich ist als das, was ich hier jetzt schaffen werde. Mhm. Und wir sind jetzt eigentlich schon in einem Punkt angekommen, wo es einen richtig guten Highscore-Trick gibt. Okay. Ja, da kommen schon die nächsten Drohnen. Bei der ersten Angriffswelle dieser Drohnen, also diese erste Drohnenrakete, da würde ich sogar momentan jetzt echt sagen, nicht komplett zerstören. Lass die Drohnen ruhig auf die Great Fox kommen. Zerstör alle Drohnen bis auf eine. Das habe ich mir jetzt gedacht. Ja. Das habe ich mir jetzt gedacht. Die lässt du einfach wirklich das komplette Level über. Lässt du immer eine drauf, weil das hat einen bestimmten Grund. Zu dem komme ich dann später. Weil die restlichen Drohnen, wo dann als Rakete ankommen, die kannst du dann ruhig mit einem Charge-Unlock-Shot kannst du dann ruhig wegknallen und ordentlich Hits rausholen. Mhm. So, und ich stehe hier jetzt auf der Great Fox und
tue mich so gesehen so ein bisschen auf dem Präsentierteller hier jetzt servieren, sodass die ganzen Gegner als Gruppe kommen, weil du siehst ja, die ganzen Gegner versammeln sich, kommen als Gruppe zu mir in die Nähe und ich versuche sie halt mit einem Charge-Unlock-Shot irgendwie so wegzuknallen. Ich mag es, wie du die ganze Zeit auf dein eigenes Raumschiff schießt, nur um mehr Hits rauszuholen. Ja, ich scheiß auf die Great Fox, ey. Es geht mir einfach nur um die Hits. Völlig egal, ob Rob dabei drauf geht. Aber man sieht, es funktioniert. Ich locke die Gegner als Gruppe hierher. Ja. Ich bin halt nur nicht sicher, ob es wirklich die beste Variante ist oder ob ich nicht einfach mit dem Laser drauf schießen soll und die brennenden Gegner einfach nochmal wegschießen soll, um so ein Plus 1 zu kriegen oder ob die Variante besser ist. Das müsste ich vielleicht nochmal in einem anderen Run ausprobieren. Ich finde es auf jeden Fall riskant, weil die eine Drohne macht ja kontinuierlich Schaden weiter, oder? Also das die ist macht ja kontinuierlich Schaden, aber guck mal auf die Leiste. Es ist echt nicht viel Schaden, was die macht. Du hast recht, es ist nicht so viel. Dann kannst du dir doch ordentlich Zeit lassen. Ja, okay. Man kann sich da definitiv Zeit lassen. Und das ist wirklich der Knackpunkt. Weil du kannst dir für die ganzen Gegner, die jetzt hier rumschwimmen, kannst du dir nicht unendlich Zeit lassen, aber du kannst dir viel Zeit lassen. Guck, jetzt habe ich meinen Highscore schon geknackt. Weil die Mission geht nämlich erst zu Ende, wenn du die allerletzte Drohne platt gemacht hast. Das heißt, ich kann mir wirklich einfach so viel Zeit lassen, bis ich die ganzen Gegner hier fertig gemacht habe. Das wusste ich damals nicht. Erst in dem Video, wo ich mir das angesehen habe, habe ich mitbekommen, okay, die Mission läuft zwar weiter und du kannst weiter auf Gegner schießen, aber sie geht erst zu Ende, wenn du zwar am Ende des Levels angekommen bist, aber auch die letzte Drohne platt gemacht hast. Und hier habe ich interessanterweise zwei Drohnen übrig gelassen. Ich dachte, das wäre bloß eine, aber es waren zwei. Ja, das war's dann. 193. Das ist stark. Auch ein ordentlicher Sprung. So, und das finde ich jetzt witzig. Fox macht jetzt hier nochmal so eine kleine Drehung, fliegt direkt hinter der Great Fox, ist allerdings ein bisschen schneller als die Great Fox und knallt während dem Endscreen immer wieder gegen die Great Fox. Das ist super. So, und jetzt guck mal. Das waren auch immer so kleine Sprünge. 176, 178, und jetzt waren es, was waren es, 193? 15 waren es ja jetzt zusätzlich. Ja, Wahnsinn. Donnerwetter. Also 193 jetzt, ja. Und es ist trotzdem, in dem Level ist echt noch so viel offen. Wie gesagt, die dummen Fehler mit den Drohnen, die ich gemacht habe, das hat mich einiges an Hits gekostet. Also du kannst hier locker über die 200 kommen. Beeindruckend. Aber auch wirklich das Level, was ich nicht so gern spiele, einfach weil es so, es ist sehr eintönig. Du fliegst halt einfach nur die ganze Zeit, du hast das Gefühl, du fliegst immer auf der einen und derselben Stelle, auch wenn du dich von der Kolonie zu Sektor Beta auf den Weg machst, aber es kommt dir halt extrem eintönig vor. Aber dennoch interessant, was Highscore-technisch an diesem Level eigentlich möglich ist. Gut, hast du noch was zu sagen? Nö. Nee, danke dafür, dass ich das jetzt mal gesehen habe, weil, wie gesagt, Asteroidengürtel habe ich bisher komplett eigentlich außen vor gelassen, was Highscoring angeht. Und es ist schön, dafür auch mal Tricks zu sehen, auf jeden Fall. War interessant. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist noch gut Luft nach oben. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bin mal gespannt, ob der Rüdiger sich diesmal verabschiedet. Ich bezweifle es zwar, weil er ein kleines Arsch ist. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder mit dabei. Und denkt dran, immer schön zocken. Ciao. Na gut, ciao. Ach, er ist ja doch ein lieber Kerl.